Hi, was geht? Tut mir leid, ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin's, Masud aus der Zukunft. Gleich werdet ihr Masud aus der Vergangenheit bzw. eurer Gegenwart hören, wie er mit euch über den Film Wall Street redet. Und er wird sagen, dass ihm der zweite Teil nicht gefallen hat oder nicht so sehr gefallen hat. Und dann wird er ihn zusammenfassen, aber total falsch. Ich habe gerade den Film geguckt. Es tut mir leid, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Aber wie dem auch sei, ich werde vielleicht nächstes Mal über den zweiten Teil reden. Jetzt habe ich gar keine Zeit mehr. Ich muss los. Zeit, Continuum. Ich fahre unter der Brücke durch. Viel Spaß. Hi, na, ihr, was geht? Heute rede ich mit euch über den Film Wall Street aus dem Jahre 1987. Regie führte Oliver Stone. Der Film, ich möchte jetzt gar nicht so weit ausarten und euch über den Inhalt des Films erzählen, außer der Tatsache, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist. Er ist zurzeit auf Netflix zu sehen. Wir reden hier von Teil 1. Wir reden nicht von Wolf of Wall Street, sondern wir reden von Wall Street. Oliver Stone hat Regie geführt. Michael Douglas in einer der Hauptrollen hat einen Oscar bekommen dafür. Mit dabei Charlie Sheen, als er noch ein richtiger Schauspieler war. Ich finde, bei Charlie Sheen kann man wirklich so einen Cut sehen. Sorry, mit dem CH und dem SC. Ich war total verwirrt. Bei Charlie Sheen kannst du in seinem Verlauf, in seinem Leben wirklich einen Cut sehen. Total schieftes Bild, ne? Damit müsst ihr leben, Cricket. Hat so einen Cut in seinem Leben, wo man ihn sehen kann als älterer Mann. Ihr kennt ihn von Two and a Half Men. Und halt aus den älteren Filmen wie halt Platoon. Das war der Film, den Oliver Stone vorher gemacht hat, vor Wall Street, auch einige Oscars dafür bekommen hat und dann gleich danach wirklich zickzack Wall Street gemacht hat. Was ist das Motorrad gerade? Als Optionen für die Rolle von Gordon Gekko war er die Fünftbesetzung, glaube ich, dass Michael Douglas das gemacht hatte. Wir hatten da vorher Richard Gere. Das könnte interessant sein. Wobei das dann natürlich auch wieder so ein Bruch wäre, weil es geht ja darum, dass Gordon Gekko einfach so ein slicker, eiskalter. Ihr müsst ihn einfach sehen in dem Film. Ich weiß gar nicht. Es ist sehr gut porträtiert von Michael Douglas. Andere Schauspieler, die das hätten spielen sollen, waren Warren Beatty, den man jetzt vielleicht nicht mehr so krass kennt wie Michael Douglas, aber zu der Zeit war der voll der Typ, okay. Und auch James Woods, mit dem Oliver Stone auch zuvor gearbeitet hat, also vielleicht wäre das passender gewesen als Richard. Aber ich bin froh, dass es Michael Douglas wurde, weil der hatte vorher auch schon einige Filme gemacht, aber es ging immer so in die Richtung Indiana Jones mäßig seine Rollen. Also er war auch bekannter als Produzent. Er hatte zuvor Einer flog übers Kuckucksnest produziert. Aber Oliver Stone hat vieles aus ihm rausgeholt und ich finde, die Rolle ist einfach on point. Man sieht ihn auch in der Fortsetzung von Wall Street. Das kam 2008 oder 2009 raus. Wall Street, Money Never Sleeps mit Shia LaBeouf. Die Rolle immer noch sehr gut. Ich meine, der ist da drinnen. Er ist Gordon Gekko. Ist ziemlich genial. Ich kann auch nicht darauf eingehen, weil es im Grunde genommen, wenn ich euch den Film erkläre, würde ich mich kurz halten, weil es ist sehr viel Aktien-Maktien-Geschichte. Okay, es geht um Wall Street. Es geht um den jungen Bud Fox, der gespielt wird von Charlie Sheen. Ich kriege das nicht hin. Charlie Sheen. Und er spielt eine ältere Figur als er ist. Ich glaube, in dem Film war er 21 oder 22 und er spielt einen 27-jährigen Broker, Aktien, bla bla bla, in so einem Dingsbums arbeitet und die verkaufen Aktien, kaufen Aktien. Und dann schafft er es, den erfolgreichen Gordon Gekko ans Telefon zu bekommen, mit ihm einen Kontakt zu knüpfen. Das ist einer von den Walen. Man merkt auch schnell in dem Film, es gibt sehr viele Tiernamen. Gordon Gekko, Bud Fox. Und dann hat man auch in der Musik ein paar Tiergeräusche drin. So hat Oliver Stone gesagt, den Dschungelflair irgendwie noch mit reinbringen, dass man halt Wall Street Jungle, dieses Feeling da noch drin hat. Es geht, wie gesagt, um den jungen Bud Fox, gespielt von Charlie Sheen, der versucht, Kontakt zu knüpfen mit Gordon Gekko, einem hohen Tier in dieser Welt von Wall Street, der es geschafft hat, aus dem Nichts ein Imperium aufzubauen, trifft sich mit ihm an seinem Geburtstag, er ist einfach sehr zielstrebig, der junge Charlie Sheen, arbeitet dann irgendwann für Gordon Gekko, findet heraus, okay, da ist ziemlich viel Inside-Information, Insider-Trading, was natürlich nicht
legal ist. Ein junger James Spader spielt auch mit in dem Film, geht vielleicht ein bisschen unter. Er ist der Typ, mit dem Bud Fox dann redet, die kennen sich aus Schulzeiten und mit dem er dann auch irgendwie in Cahoots ist, damit der auch Aktien kauft und ihm ein paar Tipps gibt. Es ist alles ein bisschen illegal. James Spader kennt ihr vielleicht aus diversen Filmen und Serien. Er spielt zurzeit, wobei zurzeit, ich weiß gar nicht, wie aktuell das ist. Ich habe die Serie nicht geguckt. Ich glaube, die heißt Blacklist. Könnt ihr auf Netflix sehen. Ich habe die erste Folge, ist nicht meins, aber ich finde den Schauspieler ziemlich cool. Vielleicht kennt ihr ihn als Ultron bei den Marvel-Filmen, wo er diesen Roboter spricht. Er hat da ist so eine Eleganz drin. Ich glaube, wenn du den siehst, der ist eine Frage der Zeit, bis der einen Adelstitel kriegt, finde ich. Also der ist einer von denen, ich finde jetzt auch hier, Al Pacino. Mittlerweile sieht der aus wie so ein dicker Opa. Wie ein Opa natürlich, aber so ein Typ, der in die Oper geht und teilweise auch eine Frau sein kann. So eine Eleganz haben die beide, finde ich. War das beleidigend? Nein, ich habe nur observativ beobachtet, observiert. Okay, wie dem auch sei. Zurück zu Charlie Sheen. Was ich meinte, ist, ich finde, man sieht im Leben von Charlie Sheen, ich kriege es nicht hin, so ein Cut, wo er noch ein talentierter, wirklich aufstrebender Schauspieler war. Platoon, Wall Street, dann gab es natürlich noch die Hotshots-Filme, whatever, in diese Richtung, wo er wirklich engagiert dabei war und wirklich sein Bestes geben wollte. Ich meine, sein Vater, Martin Sheen, auch in dem Film Wall Street zu sehen. Vorbild natürlich, ich meine, er wird da großgezogen mit dem Aspekt, dass es um ihn herum geschieht. Und dann ist da plötzlich so ein Cut und dann siehst du ihn als Alkoholiker, Drogensüchtiger und irgendwie ist es schade, was da passiert ist. Ich meine, auch die Ausstrahlung im Gesicht eine ganz andere. Das, ziemlich interessant, aber in dem Film ist er halt noch ein großartiger Schauspieler, wie ihn da sehen mit seinem Vater Martin Sheen, der auch seinen Vater spielt in dem Film, wo sie Konflikte haben. Und auch in dem Film hat sein Vater an einer Stelle einen Herzinfarkt auf eigentlich seinetwegen, weil, wie gesagt, da ist sehr viel Aktienzeug drum und seine Fluggesellschaft, die der Vater da irgendwie, da Aktien, bla bla bla, die verkaufen Aktien, kaufen Aktien. Und dann hat er halt einen Herzinfarkt. Was interessant ist, weil kurze Zeit vorher hatte Martin Sheen im echten Leben auch einen Herzinfarkt und dadurch konnte man das eigentlich 1:1 nachspielen, die Emotionen. Also schauspielerisch alles großartig, auch von Michael Douglas, auch von der Kamera, auch von dem Licht her. Das ist eine Szene, die ich wirklich mega, mega geil finde, wo ich glaube, die sind in der Umkleidekabine und er zieht gerade diesen Bud Fox als Protégé auf und erklärt ihm halt die Welt, versucht ihn gerade so anzuwerben, um für ihn zu arbeiten und dann sagt er, ja, die Information, die musst du mir dann schon besorgen. In dieser Umkleidekabine, ziemlich düster. Und dann siehst du plötzlich so ein Donner und dann wird es so dunkel und du siehst Michael Douglas einfach nur in der Dunkelheit und das unterstreicht einfach nur diesen Wendepunkt von jetzt ist Bud Fox, der eigentlich will er ja erfolgreich werden, er will ja reich werden, er will ja das Geld. Aber da hast du so einen Cut, obwohl er eigentlich so jemand ist, der nichts Böses tun will und die Regeln befolgen will, ist er plötzlich da im Konflikt mit sich selbst, geht dann natürlich diesen Weg und wird für Michael Douglas als Gordon Gekko die Inside-Informationen besorgen, damit sie halt das System umgehen. Am Ende werden sie dann festgenommen, wobei Charlie Sheen dann mit einem Mikrofon vor Gordon Gekko trifft und ihn dann auspresst und Gordon Gekko gibt dann Informationen raus, dass er ihn da für ihn hat arbeiten lassen, whatever. Beide kommen eigentlich in den Knast, aber Michael Douglas wesentlich länger, ich meine, deswegen hat ja Bud Fox gegen ihn da, weißt du, diese Mikrofonsache gemacht, um leichter vom Haken zu kommen. Also das ist so ein Hoch und Runter Achterbahnfahrt von Erfolg und ich glaube auch einer dieser Filme, die einen dann anregen und zu sagen, hey, lass mal Aktien kaufen, auch wenn du gar keine Ahnung hast davon, du bist einfach nur so, wow, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen haben. Dann haben wir auch noch andere Schauspieler aus dem Film Platoon, wie den jungen Dr. Cox, den ihr vielleicht kennt aus der Serie Scrubs. Er spielt auch mit, war auch in Platoon drin. Es gibt auch einen zweiten Teil von Wall Street, auch mit Michael Douglas. Michael Douglas' Rolle als Gordon Gekko übrigens angelehnt an zwei Leute, die es wirklich gab, von dem einer auch den Satz geäußert hat, Gier
ist gut, aber in der Realität war der Text ein bisschen anders. Ich glaube, Guy ist in Ordnung, war das in dem Dreh. Aber einer der bekanntesten Sätze, Zitate aus dem Film. In dem zweiten Film geht es halt darum, dass Gordon Gekko wieder am Anfang ist. Er kommt gerade aus dem Gefängnis, hat wieder nichts. War auch so im ersten Teil, da redet er darüber, dass seine Eltern halt jetzt nicht die reichsten Menschen waren. Er musste wirklich von unten sich hocharbeiten. Die fahren dann in der Limo rum und er sagt ihm, ja, das Haus habe ich gekauft, dann habe ich es verkauft für 500.000 Dollar Gewinn, keine Ahnung. Also Geld und Gier spielen da eine große Rolle und das ist wirklich faszinierend, diesen Film anzugucken. Teil 2 bin ich jetzt kein großer Fan von. Wie gesagt, Michael Douglas kommt raus und ein junger Shia LaBeouf und auch die ganze andere Welt des Börsen-Wall-Street-Markts vergöttern ihn. Er ist eine Legende. Auch Josh Brolin spielt da mit in diesem Film und er hat eigentlich die Rolle von Gekko. Ich meine, Shia LaBeouf und er sind da auch in diesem Protégé-Mentor-Verhältnis, bis dann Shia LaBeouf auf Michael Douglas trifft, der zukünftige Schwiegervater sein würde von ihm, denn Shia LaBeouf datet seine Tochter, die nichts mit ihm zu tun haben will, weil er halt die Familie, whatever, ihr wisst schon, guckt Teil 1, guckt Teil 2. Aber ich fand's mega schön, auch die Musik, die unterlegt ist. Du kannst übrigens auch Oliver Stone ab und zu mal sehen, ich glaube an einer Stelle, als er so einen Kurzauftritt, er spielt einer der Leute, die dann auch Aktien kaufen, man sieht ihn da auch. Also Oliver Stone übrigens hat auch eine Backstory, sein Vater war auch Opfer des Aktiencrashes, realitätsnah. Es gibt auch einen Grund, warum es zwei Filme gab. In dem ersten, der erste Film hat Oliver Stone da gemacht, weil er halt auch die Vorgeschichte hat mit seinem Vater, der auch involviert war in diese Geschichte und da gab es halt diesen Aktiencrash 2008, keine Ahnung, war dann auch wieder so eine Sache, deswegen halt eine Fortsetzung. Ich finde ja persönlich, den zweiten Teil finde ich nicht so toll, ich meine, man kann ihn angucken, aber mir fehlt dieser Flair aus den 80er Jahren und ich fände es interessanter, einen Film zu sehen wie Gordon Gekko, als junger Gordon Gekko, weil er erzählt auch, die fahren Limousine, Charlie Sheen und er, und erklärt ihm, wie er Häuser gekauft hat und die dann mit einem Gewinn von 500.000 Dollar verkauft hat. Also, dass da wirklich Interesse bei mir ist, zu sehen, wie das alles passiert ist. Natürlich ist das schwer zu machen, vor allem mit diesem CGI-Zeug und du möchtest auch nicht so einen Film sehen wie The Irishman, wo du denkst, boah, wieso macht ihr das? Aber ich finde, in Ant-Man hat man ihn gesehen, wie er jünger ist, Michael Douglas, also die haben ihn da. Und ich fand, es sah sehr gut. Ich fand, es sah sehr gut aus. Und natürlich kann man sagen, Oliver Stone hat da wahrscheinlich gar kein Interesse, sowas zu machen. Und vielleicht müsste man dann einen anderen Schauspieler nehmen. Aber nichtsdestotrotz wäre es etwas, was mich interessieren würde zu sehen. Ja, ich meine, es geht wahrscheinlich einfach nur um den Flair der 80er Jahre, wie man das da gesehen hat mit diesem fetten Handy oder diese Auto und dieser Frisur, weißt du, so alles retro. Ich meine, zu der Zeit war das halt die Zeit. Aber jetzt zum Beispiel der Film American Psycho mit Christian Bale. Der Film ist ja auch nicht aus den 80ern und trotzdem stellt er so eine Zeit ich da und es funktioniert. Also wieso nicht? Man hat öfter so Filme, die in die Vergangenheit zeigen und ich glaube, ich meine hier auch, wie ist das? Stranger Things. Ist ein bisschen abgelutscht meiner Meinung nach. Ich verstehe gar nicht, warum die immer noch eine Staffel machen. Ich vergesse immer, um was es ging in der Staffel davor, aber was ich meine ist, theoretisch hätte man das machen können. Ein toller Film, Wall Street, ihr könnt ihn zurzeit sehen auf Netflix mit dem jungen Charlie Sheen, der, wie ich finde, damals noch sehr gut war in Platoon und in Wall Street. Dann gab es irgendwie einen Bruch und der sieht ganz anders aus und er ist von der Mentalität auch jemand anders. Ich meine, du hast ihn in Wall Street, hast ihn mit seinem Vater und der wächst, der ist ja auch so aufgewachsen mit diesen ganzen Schauspielern. Für ihn ist es, weißt du, das ist, glaube ich, noch ein gewisser Respekt gewesen, dass er sich bemüht, seinen Vater zu beeindrucken. Hey, das haue ich jetzt nur raus. Auch Michael Douglas, ich meine, sein Vater Kirk Douglas, das ist so eine Familie. Ich finde auch krass, dass die zwei in diesem Film sind. Das sind Generationen von Schauspielerlegenden, die da aufeinandertreffen in diesem Film. Und da siehst du auch, wie großartig so ein Film werden kann, wenn alle richtigen Zutaten dabei sind und alles stimmt. Also wie gesagt, diesen Film kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt, guckt Teil 2. Aber wie gesagt, Teil 1 fand ich mega toll. Ich bin auch froh, dass diese zwei Leute in dem Film sind. Ich meine, für Charlie Sheen war auch die Option, dass Tom Cruise das macht. Ich finde, zu der Zeit sahen die sich auch ziemlich ähnlich. Aber es ist schön auch mal zu sehen, dass Charlie Sheen irgendwann mal ich verachte ihn nicht, aber wisst ihr, ich meine, es ist schön zu sehen, okay, der hatte mal sein Leben unter Kontrolle. Und ja.
Ihr könnt auch andere Filme mir empfehlen. Schreibt sie runter in die Kommentare, haut einen Like raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, ciao.